Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. Heute steht ein Training mit Steffi an. Viel Spaß dabei. So, Steffis neuer Trainingsplan. Ich habe mal drauf geguckt. Sie hat nur zweimal die Woche ausgewählt. Das heißt, wir haben hier Brust, Schulter, Trizeps, vordere Oberschenkel, Waden und hier mal Rücken, Bizeps, hinterer Oberschenkel, Bauch. Steffi, warum zweimal die Woche? Ja, mein Mann ist jetzt, der hat noch 3 Wochen, bis er seine Masterarbeit abgeben muss. Und der kommt zwar oft dann abends noch mal kurz heim, wir essen zusammen, aber dann geht er halt auch fast jeden Abend jetzt halt okay. Noch zum Schluss in die Bib. Dann habe ich ja kein Auto und auch kein Babysitter. Deswegen dachte ich mir, also dreimal die Woche ist ein bisschen unrealistisch. Okay. Also deswegen einmal lieber dachte dann, dass ich nicht frustriert bin oder das so. Ja, realistische so Ziele ist immer einmal gut. In der Woche und einmal am Wochenende, da schaffe ich das dann auch. Aber okay. Klar, das ist halt jetzt auch nochmal so eine Ausnahmesituation. Ja. Und man muss auch sagen, ja, wenn man Familie hat, dann ändert sich manches, die Prioritäten. Wichtig ist, dass man langfristig dran bleibt, die Ernährung durchzieht, seine Trainingsreize setzt und dann wird es vielleicht mal ein bisschen langsamer vom Fortschritt, aber es passiert was, ja. Wir starten mal mit Rücken. Kreuzheb bitte kurz hoch. Steffi, ist mir aufgefallen, die hat nicht alle Gewichte eingetragen in den letzten paar Wochen und Monaten. Das ist nicht weil gut. Weil ich immer auch manchmal so beschäftigt war, was höre ich denn als nächstes? Ach ja, das ist also das Geheimnis, ja. Ja, oder wir hatten WhatsApp, also bei WhatsApp geschrieben. 11 Tonnen hat sie in den letzten paar Monaten eingegeben. Nein, aber viel zu eingeben, wenig. Aber nicht trainiert. Also. Das Problem ist nämlich, wir haben ja extra bei Coach Carter das so stehen, dass du die Gewichte eingibst, dass die Vorwoche immer drinsteht. Das heißt, du weißt, wo du dich orientieren musst. Ja. Steffi, wo orientierst du dich jetzt? Also ich meine, der Trainingsplan bleibt ja immer 6 Wochen. Genau. Aber woher weißt du, wie viele Wiederholungen du die Woche zuvor mit wie viel Gewicht geschafft hast? Weil ich mache halt immer die drin steht und so viel ich schaffe. Ja, da war ich ein bisschen schlug. Ja, Und da darf man sich nicht wundern, Leute. Das sind die Kleinigkeiten, die einfach wichtig sind, um Fortschritte zu erzielen. Ja, Steffi, nächstes Mal will ich eingetragene Gewichte sehen. 11 Tonnen in ein paar Monaten, das geht ja wohl nicht. Nee. Das mache ich bei einem Training, beim Beintraining sogar 20, 30 Tonnen. Deswegen dranbleiben, ne? Dranbleiben, Kleinigkeiten ausfüllen. Auch wenn es vielleicht nicht immer Spaß macht, wenn man während der Pause gerne was anderes machen würde, Gewichte eintragen ist das A und O. Ob ihr es auf dem Blog macht, ob ihr es in der App macht, tragt die Gewichte ein, denn nur so wisst ihr, ob ihr euch von Woche zu Woche steigert. Es reicht in der Wiederholung mehr, es reicht ein bisschen Gewicht mehr, Hauptsache es passiert was. Nach 6 Wochen ändert sich bei uns der Trainingsplan wieder, dann schaffst du wieder weniger, weil es eine neue Übung ist oder weil es eine andere Wiederholungszahl ist. Aber ihr müsst wirklich darauf achten, dass die Gewichte eingetragen sind, weil sonst arbeiten wir hier umsonst, wir gehen ins Fitnessstudio umsonst. Bei der Ernährung ist es oft dasselbe, dann guckt man auch so grob, nee. Da muss man ein bisschen genau sein, weil das ist das A und O, Leute. Als nächstes kommt SZ-Curls sitzend. Wir haben ja den Körper in 2 Tage eingeteilt, ein Zweiersplit. Ja. Kommen jetzt die Ärmchen dran, ne? Ja. Wie läuft's mit den Ärmchen? Ja, ich glaube eigentlich ganz gut. Ja? Der Allgäuer, hä? Ja. Du bist zu stark. Wir müssen die Gewichte erhöhen. Hast es relativ locker gemacht, ne, muss ich sagen. Ja. Finde ich gut. Bei der Übung muss man natürlich dazu sagen, es ist jetzt nicht Full Range of Motion. Ja? Also das heißt, du schaffst ja nicht mit vollem Bewegungsradius, weil du hier sitzt, aber ist manchmal auch nicht schlimm. Jetzt bin ich gespannt, das ist wahrscheinlich. Geht eigentlich noch. Oder Steffi, ja. Wenn sie den ganzen Tag die Zwillinge durch die Gegend trägt. Nee. Die müssen laufen jetzt. Schau mal, dass die Handgelenke gerade sind. Sie nicht abknicken. Ja. Aufrecht. Ja. Ja, die sind echt scharf. Also, die Steffi hat Zwillinge geboren auf normalem Wege, ne? Kein Kaiserschnitt. Oder? Ja. Und heult hier rum wegen diesen Schwielen, wo die Finger da wehtun. Also, aber wer ist das so zwickt dann so vor? Ja, ich das war. Die Steffi immer heult ganz schön viel rum. Ich glaube, wir müssen mit ihr nochmal zum CrossFit gehen, oder? Zum CrossFit gehen. Steffi macht sich bereit. Sumo-Kniebeugen, natürlich eine perfekte Übung für Frauen, ne? Ja, ein bisschen aufrechter noch.
Ja, aufrechter, genau. Du gehst momentan, gehst du so runter. Wichtig ist aber, dass du möglichst aufrecht. Diese Kniebeugen, alles, was damit zu tun hat. Ist gar nicht einfach, ne? Nee. Du musst dein Becken mal ansteuern. Ja, und jetzt gerade runter. Das Problem ist oft, das merke ich ja bei mir auch, ich habe eine leichte Lordose. Ja, ich könnte am liebsten so dastehen, aber es ist besser, wenn ich mein Becken bewusst anhebe. Aber das Problem ist, dass ich in dieser normalen Position eigentlich viel schwächer bin. Und das ist das Problem bei vielen, dass die in eine andere Position reingehen, weil die in der Ursprungsposition, die eigentlich besser ist, schwächer sind. Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, wenn ich jetzt in diese Position reingehe, ich muss mein Becken nach vorne tun, in meinem Fall, und meinen Rücken ausgleichen, merke ich, ich bin gar nicht so stark da drin. Und deswegen gehe ich in die Form, die ich mir die ganze Zeit falsch beigebracht habe, in die leichte Lordose. Also ein bisschen so, sieht man das, so ein Entenhintern, ja? Die leichte Lordose. Aber das ist beschissen, weil dadurch mein unterer Rücken zunehmend mehr schmerzt, habe ich gemerkt. Der wird dadurch instabil und da muss ich einfach dran arbeiten. Das ist genauso wie bei der Steffi. Ja. Die merkt auch, dass sie in der richtigen Position irgendwie gar keine Power hat und eigentlich vom Gewicht runter müsste. Ist auch wichtig so, dass man sie erstmal die Technik beibringt und dann wieder mit dem Gewicht irgendwann erhöht. Das hatte ich damals vor vielen Jahren beim Bankdrücken zum Beispiel. Da habe ich, 60, 80 Kilo gemacht und ich wollte mehr Gewicht machen, bin aber nie bis ganz runtergegangen. Und ich habe gewusst, ich komme einfach nicht weiter, wenn ich nicht erstmal die Technik lerne. Das heißt, runter mit dem Gewicht, dann bin ich bis ganz runter und dann konnte ich langsam meine Gewichte wieder steigern. Deswegen ganz wichtig, dass ihr erst die Technik lernt und dann mit den Gewichten hochgeht, Leute. Übung, Beinbeugen sitzend einbeinig. Ja, oft macht man es ja mit zwei Beinen, aber manchmal ist es gut, auch einbeinig zu machen. Ganz einfach, weil man sich anders konzentrieren muss. Ja, man merkt ja zum Beispiel, der eine Fuß ist viel schwächer als der andere. Ja. Die Steffi leidet zum Beispiel jetzt schon ganz schön. Ja. Man kann dann ein bisschen ausgleichen und merkt plötzlich, dass man gewisse Disbalance vielleicht hat. Deswegen ist das ganz cool. Deswegen machen wir auch bei Coach Carter ab und zu gewisse Übungen nur einbeinig, dass man eine ganz andere Konzentration aufbringt. Letzte Übung, Beinschere. Machen noch ein bisschen was für den Bauch. Normalerweise, wenn einer stark übergewichtig ist, dann braucht man nicht unbedingt Bauch trainieren. Mir fällt immer wieder auf, dass Leute sagen, Mensch, ich gebe da schon Gas. Ich trainiere eigentlich dreimal die Woche Bauch. Ich weiß gar nicht, warum mein Bauch weniger wird. Leute, Bauchtraining ist eigentlich dafür da, die Muskulatur dahinter zu trainieren. Das heißt, das lokale Bauchfett wird dadurch nicht verbrannt. Ja? Das wird erst verbrannt, wenn ihr im Kaloriendefizit seid. Und den erreicht man zum Beispiel mit mehr Bewegung, mit weniger Essen und so weiter. Also daher ist das einfach nur mal so ein punktueller Punkt, weil ich merke, bei dir könnten die Bauchmuskeln noch ein bisschen stärker sein. Wobei ich schon das Gefühl habe, dass, wenn ich mich so sehe im Spiegel, dass es schon irgendwie anders aussieht, als wie jetzt vor ein paar Wochen. Ja. Meine Bauchmuskeln stehen, glaube ich, schon noch ziemlich auseinander. Hm. Gut, dann ist klar, dass man auch weniger Kraft hat, ne? Ja. Also Steffi hat eine Minute geschafft. Interessant war, nach 30 Sekunden hat sie von alleine aufgehört. Jetzt habe ich sie noch 30 Sekunden weiter gequält. Also was ich damit sagen will ist, man braucht jemanden, der neben dran steht. Man braucht jemanden, unter anderem auch. Aber manchmal muss man einfach ein bisschen aus seinem Pushen rauskommen. Es gibt manche, die geben zu viel Gas, tendenziell immer. Das heißt, wenn sie merken, sie sind nach 10 Wiederholungen K.O., dann machen sie noch irgendwie 11., 12., 13. Das ist nicht das Ziel. Aber wichtig ist, dass man schon schaut, dass man eine regelmäßige Steigerung hat und nicht zu früh aufhört. Ja? Wenn ihr 5-mal überhaupt zum Krafttraining geht und immer zu früh aufhört, dann wird es am Schluss auch nichts, Leute. Ja? Deswegen drauf achten, Gewichte eintragen, schauen, dass man Steigerungen drin hat und dann wird es auch was. Also Steffi hat jetzt 4 Tonnen bewegt. Jetzt bist du bei 15 Tonnen und damit die Platz 1000. Bist du drunter auf Platz 950. Siehst du, lohnt sich doch mal. Ne? Ja. Kannst dich also in der Bestenliste reinsteigen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mal ein Like. Wenn ihr Fragen habt zu Steffi oder Lust habt, die Steffi nochmal quälen zu sehen, dann schreibt es unter die Kommentare. Ansonsten abonnieren, Kanalglocke aktivieren.
Und ja, schreibt mal was drunter, wenn ihr eine coole Idee habt, was wir zusammen machen können. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.